Wer in Engadin fährt und in Sils landet, findet ein malerisches Dorf mit 3 Ortskernen vor. Wir haben 798 Einwohner in der Zwischensaison und in der Saison haben wir 4.500. Wir sind ein Wanderdorf, ganz klar. Wir sind aber auch extrem kulturell gut aufgestellt, haben sehr viele Anlässe. Und 13 Defibrillatoren, teils öffentlich zugänglich. Es sind nicht 13 öffentlich zugänglich, sondern wir haben alle Fahrzeuge von der Werkgruppe ausgerüstet mit einem Rucksack. Weil wir letztes Jahr, und darum sind wir auch übrigens darauf gekommen, weil wir einen Fall von einer Touristin in einer sehr unzugänglichen Gegend, wo sie zwar ohne Defi können retten, aber wir haben gefunden, jetzt wäre es Zeit, dass man da ein bisschen vorwärts macht. Wir haben einen Grundsatzentscheid getroffen, dass man das macht. Und dann haben wir geschaut, wo es am meisten Leute hat, die durchgehen, so neuralgische Punkte, wo trifft man sich. Und wo kann man vor allem mal zufahren oder den Helikopter dazukommen. Und so haben wir die Standorte festgelegt. Defibrillatoren zu haben, ist schon mal ein erster Schritt. Man muss sie aber auch können anwenden. Wir haben unsere Mitarbeiter alle geschult, und zwar flächendeckend. Mit Ausnahme von der Schule, dort steht es noch aus. Wir haben alle einen Nothelferkurs gemacht bei der LifeTech. Das haben wir gerade hier organisiert. Die haben alles gemacht. Das ist ein Full-Service-Package, das wir gekauft haben. Ja, mit der Schulung. Und die wird jetzt auch jährlich wiederholt. Oder? Wir haben immer wieder Wechsel und so. Das wird wiederholt. Oder? Die LifeTech AG hat auch bei der Wahl der Standorte geholfen. Also wir haben gesagt, dort und dort. Und sie haben gesagt, ja, das ist gut, oder gibt es noch einen anderen Standort? Weil sie müssen ja, also wir müssen ja auch Standorte haben, wo man Strom hinbringt, oder? Weil sie ja geheizt sind und angeschlossen sind. Wir haben meistens deutlich tiefere Temperaturen wie im Unterland. Also ist das ein ganz wichtiger Teil bei der Entscheidung, welches Produkt das wir nehmen. Der Stefan Brauchli fühlt sich für einen Ernstfall jetzt gewappnet. Das würde ich sagen, ich fühle mich parat, weil eben das System mich ja würde, wenn ich jetzt nicht mehr alles wüsste, würde es mich unterstützen. Aber es ist wirklich einfach zu handhaben. Jetzt kommen die nächsten Schritte. Also wir sind sicher gut aufgestellt, jetzt ist die Schulung und das Bekanntmachen ist das, was jetzt ansteht das Jahr. Und vielleicht noch ein, zwei Standorte dazu. Einen scharfen Einsatz hat es noch nicht gegeben. Nein, zum Glück nicht. Mehr dazu lesen Sie unter safety-security.ch.